So, hallo meine Lieben. Ich habe hier etwas gefunden durch ein anderes YouTube-Video, welches das so nicht gesehen hat. Und zwar, ich klicke das hier mal wieder weg. Wenn ihr ein Live-Foto teilen wollt, es aber nicht als Live-Foto weitergeben wollt, dann habt ihr folgende Möglichkeit. Ihr klickt jetzt dieses Foto hier. Dann seht ihr einmal kurz eine Vorschau. Und jetzt ist oben links in der Ecke auf diesem Foto dieses Live-Zeichen und Live. Und wenn ich darauf jetzt tippe, dann steht da aus. Und schon kann ich es über die Nachrichten, sprich iMessage, WhatsApp oder was auch immer ihr hier, sag ich mal, verschoben habt. Das könnt ihr ja hier beliebig verschieben. Das wisst ihr ja. Auf jeden Fall kann man hier oben links live ein- oder ausschalten. Das ist ebenfalls neu. Ja, eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, ist, also neben der An- und Ausschaltung des Live-Bildes kann man beliebig oft aufs Foto drücken und immer wieder sich das Live-Foto auch anzeigen lassen. Ich mache es einfach mal vor. Ja. Draufdrücken, halten. Ja, bei den 6S-Modellen ist es halt mit 3D-Touch verbunden. Woanders denke ich mal, dass man einfach nur den Daumen oder den Finger draufhalten kann. Ja, ich kann das hier beliebig oft starten. Das war der kleine Nachtrag. Ein guter Tipp. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Wojtek.